Heute will ich mal gemeinsam mit euch durchgehen, wie man seine RGB-Beleuchtung, wenn man eine hat, oder wie RGB-Beleuchtung am sinnvollsten einstellen kann. Und diesmal geht es mir nicht darum, was ist das Sinnvollste, was man aus so einer Lampe rausholen kann. Ich habe da nämlich auch schon mal Videos darüber gemacht, wie man sein Licht einstellen sollte, was die Entfernung für Einflüsse hat und so weiter. Das findest du alles unten in der Videobeschreibung als ergänzende Information. Wenn du dir also ganz generell zu diesem Thema Lichteinstellung und was bewirkt Licht im Aquarium nochmal was anschauen willst. Heute geht es mir vor allem darum, was tust du, wenn du eine Lampe hast mit verschiedenen Farbkanälen? Und wir machen das Ganze heute beispielhaft an der Shihiros WRGB 2 Pro mit der Shihiros App. Ist aber wie gesagt nur beispielhaft, denn im Grunde funktionieren alle möglichen anderen Apps anderer Hersteller ganz ähnlich. Da ist halt das User Interface ein bisschen anders aufgebaut, aber es geht immer darum, wir haben verschiedene Kanäle, die verschiedene Farben symbolisieren. Wie fange ich denn da jetzt an? Woher weiß ich denn jetzt, welchen Kanal ich auf welchen Wert stellen soll, damit das gut aussieht? Und genau das ist jetzt mein Punkt hierbei. Es geht darum, dass es gut aussieht. Das wollen wir uns also heute anschauen. Und dazu gehen wir nämlich gleich mal rüber an das 60F. An das Pondstyle Aquarium, da hängt nämlich die WRGB 2 Pro gerade drüber. Ich habe hier neben mir noch eine Kamera stehen, ihr seht ja noch gerade den Ausleger so ein bisschen. Die filmt jetzt gleich das 60F die ganze Zeit und wir schauen uns hier auf meinem Handy an, was ich in der Shihiros App einstelle. Bei der WRGB 2 Pro haben wir ja tatsächlich vier Kanäle, Rot, Grün, Blau und Weiß. Und mit denen kann man eben gucken, dass man sich da so eine Farbe zusammenmischt. Und ich zeige euch gleich auch nochmal das Ganze. Wir machen es also einmal da und wir machen es gleich danach noch ein zweites Mal an dem Biotop-Aquarium, weil ich nämlich mittlerweile schon die Technik von dem Biotop-Aquarium verändert habe. Da laufen jetzt gerade schon die beiden Ecotec Marine Radeon XR15 G5 Freshwater LEDs drüber. Und die App will ich euch nämlich auch nochmal zeigen, weil da der Unterschied zu der Shihiros App ist, dass wir noch deutlich mehr Farbkanäle haben. Damit ihr in beiden wisst, wie ihr anfangen könnt, um euch halt an eine Einstellung heranzutasten, die euch gefällt. So, und wie gesagt, wir befinden uns jetzt hier in der MyShihiros App hier auf meinem iPhone 12 und ich habe jetzt hier eben aktuell tatsächlich nur eine Lampe drin, die WRGB 2 Pro bei dem 60F und ich bin jetzt hier in dem manuellen Modus. Ich mache zuerst einmal die Lampe aus. Jetzt haben wir also alle Kanäle auf Null. Wir sehen hier, wir haben hier halt den Weißkanal, den wir einstellen können. Wir haben den Blaukanal, den wir einstellen können, den Grünkanal und den Rotkanal. Und jetzt ist natürlich die berechtigte Frage, was stelle ich denn jetzt wie ein, damit das sinnvoll aussieht? Jetzt ist es hierbei natürlich so, wir haben diese Vorgaben, die wir einstellen können, zum Beispiel rot betont. Da sehen wir ja schon, wie das Ganze so grob aussehen sollte, also viel Rot, relativ wenig Grün, dafür wieder aber etwas mehr Blau. Wir haben das Ganze auch noch als Grün betont, wir haben das Ganze als Booster Verlanderer betont, das ist ein blau betonter Aspekt. Wir haben diesen RGB-Bereich, wo quasi der Weißkanal rausgezogen wird, dafür halt nur mit den RGB-Farben gearbeitet wird für eine Lichtmischung, kann auch interessant aussehen oder wir können einfach alles auf 100% machen. Aber wenn wir jetzt mal anfangen wollen. Hierbei ist natürlich das Spielchen jetzt relativ leicht. Entweder sagen wir, okay, ich mache jetzt erstmal meinen Weißkanal auf und sehe dann, wie das Aquarium nur mit der Weißbeleuchtung aussieht. Und wenn mir das schon mal soweit grundsätzlich gefällt, dann kann ich mich daran weiter orientieren. Das ist jetzt also Variante 1. Wir fangen mit dem Weißkanal an, ziehen den erstmal voll drauf und gucken uns an, okay, wie sieht das Aquarium aus. Jetzt in diesem Fall, wenn ich mir das so angucke, erstmal natürlich ist es relativ schwach beleuchtet, weil der Weißkanal hier halt relativ wenig Leistung ausmacht. Ne? Also wir sind jetzt bei 26 Watt, die Lampe macht insgesamt 74 Watt. Wir haben also gerade mal ein Drittel Leistung, was wir jetzt benutzen. Dementsprechend ist das Bild natürlich jetzt auf der Kamera auch ein bisschen duster. Das heißt, da muss noch ein bisschen mehr rein. Wenn ich mir das Ganze jetzt aber auch so anschaue, hier so von der Seite, dann ist das Licht relativ warm. Wir haben also einen vergleichsweise hohen Rotanteil da drin, Rot-Gelb-Anteil. Gelb kann ich nicht einstellen, also gehen wir auf den Rotanteil. Die Grüntöne sehen okay aus, sind mir aber auch ein bisschen zu warm. Das heißt, Grün müsste rein und weil mir das warme Licht ganz generell nicht persönlich so gut gefällt, müsste auf jeden Fall mehr Blau rein. Das heißt, das ist jetzt der Ansatzpunkt, den ich wähle. Ich mache jetzt also erstmal Grün auf 50%. Sieht man, ist natürlich jetzt extrem. Ne? Das ist natürlich viel zu viel. Ja gut, das passt schon mal nicht. Ich mache jetzt Blau aber auch noch mal direkt auf 50%. Dann kommen wir schon mal so in eine sehr kalte Lichtfarbe. Was ich natürlich jetzt nicht mehr habe, ist das warme Licht durch den Weißkanal. Das kann ich mir aber zurückholen durch den Rotkanal. Ich mache den jetzt auch mal auf 50%.
So grob auf 50%, muss nicht ganz genau sein. Und da sehen wir, jetzt kommen wir wieder bei einem relativ neutralen Licht raus, was wieder ungefähr die Charakteristik hat von dem Weißkanal wie vorher. Ist ja auch logisch. Ich habe jetzt einfach nur quasi mehr Leistung reingezogen mit den drei Farbbereichen, weil die alle drei identisch sind. So, ich möchte aber halt vor allem ein etwas kälteres Licht haben. Ich gehe jetzt also mal mit Blau auf 60%. Und jetzt kommen wir in die Richtung, wo ich hin möchte. Das ist das, was mir persönlich gut gefällt. Etwas kälteres Licht ist mir noch nicht kalt genug. Machen wir 75%. Das ist schon ganz okay. Jetzt merke ich aber, dass, wenn ich mir das Ganze anschaue, die Intensität gerade auch der Farben auf dem Holz, also der Rottöne, tatsächlich abnimmt. Das heißt, Rot ziehe ich auch ein bisschen weiter rein, auf 60%. Dann gleichen wir das ein bisschen aus. Reicht mir noch nicht. Ziehen wir auf 70%. Jetzt sieht es interessant aus. Das gefällt mir ganz gut. Grün ist jetzt okay, ist ein bisschen schwach, weil natürlich das Rot auch so ein bisschen überdeckt. Das heißt, wir ziehen Grün auch noch mal etwas hoch auf 60%. Und das finde ich jetzt schon einen Tacken zu viel. Das finde ich persönlich jetzt schon einen Tacken zu viel. Also gehen wir auf 55% runter. Und jetzt hätten wir eine Lichteinstellung, die mir persönlich sehr gut gefällt. Und jetzt sehen wir ja das Verhältnis. 70% Rot, 55% Grün und 75% Blau. Und wenn ich jetzt ganz generell einfach nur mehr Helligkeit will, dann kann ich das ja auch auf quasi 100% übertragen. Ich mache also bei Blau 100%, mach bei Rot 95% und mach bei Grün dann nochmal 15% weniger, also 80%. Ja, das heißt 100, 95, ja gut, und weiter kann ich nicht, weil der Weißkanal zu hoch ist, also muss ich den Weißkanal einmal runterschrauben und dann kommen wir hier auch auf die 80. Und jetzt haben wir nämlich eine ähnliche oder nahezu die gleiche Farbeinstellung, wie wir es gerade hatten, nur halt in der maximal möglichen Helligkeit, die mir das jetzt erlaubt. Ich kann jetzt hier tatsächlich den Weißkanal noch ein bisschen hochziehen auf 132%. Und das wäre jetzt halt eine Einstellung, die ich hier gut fahren würde, die mir bei sowas persönlich sehr gut gefällt. Angefangen mit dem Weißkanal. Wir können das Ganze natürlich auch umgekehrt machen und halt mit den RGB-Kanälen anfangen. Dazu würde ich immer alle Kanäle auf 100% ziehen. Hier muss man immer so ein bisschen aufpassen, weil die Lampe auch auf mehr als 100% kann. Wir ziehen alle auf 100% ohne den Weißkanal und sehen dann jetzt, wie das Licht aussieht, wenn wir nur mit den RGB-Chips arbeiten. Und wir sehen, das ist sehr grünlastig. Also das ist ein sehr kaltes, sehr grünliches Licht. Das heißt, grün gefällt mir schon mal nicht. Das kann auf jeden Fall runter. Machen wir mal 75 daraus. Jetzt sehr gut. Gefällt mir sehr gut. So wie es jetzt aussieht, gefällt mir das schon sehr gut. Man sieht einen leichten Magenta-Touch auf dem Holz. Ich muss jetzt auch sagen, ich bin mir nicht 100% sicher, wie gut ihr das nachempfinden könnt, was ich hier erzähle, was die Farben angeht oder welche Farben man da sieht, weil es natürlich etwas ist, so diese leichten Farbnuancen zu sehen und zu wissen, aus welcher Farbe das besteht, ist etwas, was ich halt schon seit Jahren einfach mache. Das habe ich auch als Fotograf gelernt. Ne? Deshalb ist das jetzt etwas, was mir leicht fällt, aber ich kann natürlich verstehen, wenn ihr jetzt da vielleicht vorsitzt und sagt, so, hä, wovon redet der? Da hat sich überhaupt nichts verändert. Das kann man lernen, so leichte Farbnuancen zu sehen, aber deshalb seht ihr natürlich auch immer die Einstellung hier mit der App, damit ihr das ein bisschen nachvollziehen könnt. Also wie gesagt, ist mir ein bisschen zu magenta, das heißt, Rot kann noch einen Tacken raus, gehen wir mal auf 90 und jetzt kommen wir nämlich in einen etwas neutraleren Blaubereich rein, der dafür eigentlich ganz okay aussieht. Und so finde ich, ja, könnte man das wieder lassen, wenn wir jetzt nur mit RGB machen, dann haben wir also Rot 90, Grün 75 und Blau 100%. Und das wäre jetzt also die andere Herangehensweise, wenn der Weißkanal entweder nicht da ist oder wenn ihr halt lieber über die Farbe gehen möchtet, dann zieht ihr zuerst alle RGB-Kanäle auf 100% und justiert dann nach, je nachdem, wie euch das am besten gefällt. So, und wie gerade schon angekündigt, machen wir das Ganze jetzt nochmal mit einer etwas komplexeren Lampe über dem 100p. Da laufen nämlich die Ecotec Marine Radiance drüber, die Freshwater Radiance. Und die sind tatsächlich ein bisschen komplexer, was die Einstellung angeht, weil wir haben nicht nur einen Weißkanal, sondern zwei Weißkanäle, Warmweiß und Kaltweiß. Und wir haben noch einen zusätzlichen Farbkanal, wir haben nämlich den Farbkanal Kalk. Sehr spezielle Farbe, habe ich auch vorher so noch nie gesehen, aber gucken wir uns trotzdem einmal an. Ich bin jetzt also hier in der Mobius-App von Ecotec Marine und kann jetzt hier eben auf meine Lichtsteuerung gehen und hier das Ganze einstellen. Und wenn wir jetzt hier mal schauen, dann hat man hier zuerst einmal die Einstellung für Punktintensität und für Kelvin. Punktintensität ist sozusagen die Leistung der einzelnen LEDs. Das heißt, ich kann, wenn ich die Punktintensität auf 0 habe, kann ich hier bei den Farben einstellen, was ich will. Es kommt kein Licht raus. Und dann kann ich sozusagen beeinflussen. Ich habe also meine Einstellung gemacht von der Mischung her, die ich haben möchte. Und über Punktintensität kann ich dann diese Mischung hoch oder runterschalten auf 0 oder 100%.
Die steht also jetzt auf 100%, damit wir gleich sofort sehen, was passiert. Ich kann auch direkt Kelvin angeben. Ich kann mir also einfach aussuchen, ich möchte gerne 7500 Kelvin in dem Becken haben. Das können wir auch direkt mal einstellen. 7500. Und dann sieht das Ganze nämlich so aus. Ich kann sagen, ich hätte gerne 10.000 Kelvin. Dann wird das Ganze also immer kälter und ich kann halt bis zu 20.000 Kelvin gehen. Und dann kamen wir halt im Endeffekt nur noch den Blaukanal drin. Das regelt die App also von selbst, wenn man so will. Jetzt ziehen wir alles nochmal runter und wir machen jetzt tatsächlich genau das gleiche wie gerade auf. Wir fangen jetzt dafür mal hinten an. Wir fangen mit den Weißkanälen an. Wir sehen jetzt hier kaltes Weiß, warmes Weiß. Ihr habt ja jetzt gerade schon mitbekommen, ich mag diesen kalt-weißen Look eigentlich lieber, weil ich finde, dadurch werden Grüntöne ein bisschen frischer, also sie wirken frischer und man kann das Rot so separat reindrehen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Dafür wirkt das Aquarium halt nicht so warm und freundlich. Das muss also vielleicht so ein bisschen zu dem Layout passen. Tatsächlich würde zu dem Biotop-Aquarium wahrscheinlich eher passen, wenn wir es ein bisschen warm und freundlich machen. Aber trotzdem, wir gucken uns erstmal, was passiert, wenn ich kalt-weiß auf 100% drehe. Dann sieht das Ganze so aus. Und das ist auf den ersten Blick schon gar nicht schlecht. Ich finde es ein bisschen grünlastig, aber ansonsten eigentlich schon ganz gut. Und jetzt gucken wir also bei den restlichen Farben. So, ich habe jetzt gerade schon gesagt, ein bisschen grünlastig. Ich muss jetzt gucken, dass ich hier so ein bisschen dran arbeite, weil das ist eigentlich ein Verlauf, der auf der anderen Seite nämlich bei 0% liegt. Deshalb stelle ich das jetzt einmal kurz ein, damit wir da einen sinnvolleren Wert hinkriegen. So, jetzt also. Das ist also komplett kaltes Weiß. Wenn ich da jetzt Blau dazu nehme, dann kann man, und das kann man ganz gut im Hintergrund sehen, wenn ihr mal auf die Hintergrundfolie achtet, wenn ich Blau rausdrehe, dann ist sie sehr grünlastig. Und das ist das, was ich meine. Das Weiß wirkt sehr grünlastig. Vor der weißen Wand hinter dem Aquarium kann man das gut identifizieren. Wenn ich jetzt Blau reindrehe, dann kriegen wir nämlich tatsächlich ein Weiß auf der Wand, was weißer wirkt, was sinnvoller weißer wirkt, als wenn nur Kaltweiß drin ist. Jetzt nehmen wir nochmal Rot mit dazu. Und dann ändert sich nämlich der Weiß, das Weiß sozusagen auf der Rückwand ändert sich kaum. Also ne, wenn wir mal Rot rausnehmen, schaut jetzt mal nur auf die Rückwand, gerade in der Mitte, dieser Übergang vom Weiß zu diesem bläulichen Querstreifen. Und wenn ich das Rot komplett reindrehe, da ist nicht viel Unterschied und das ist immer gut. Ja, das heißt, wir haben halt keine großartige Verschiebung des Weißpunktes, aber wir sehen jetzt in dem Aquarium, wenn wir uns mal vor allem die Wurzeln anschauen, ich drehe das Rot nochmal raus, die Wurzeln sind so jetzt einfach nur relativ dunkel und ja, man kann erkennen, dass sie braun sind. Aber wenn wir das Rot reinziehen, dann ist das viel kräftiger, viel lebendiger, ohne dass sich der Farbeindruck der anderen Farben im Aquarium groß verändert hat. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend. Und das ist natürlich der große Vorteil von so einer RGB-Beleuchtung, dass sie sowas machen kann. Jetzt gucken wir mal, wie das mit Grün und Kalk aussieht. Wenn wir Grün reinnehmen, dann kriegen wir jetzt einen Neutralwert. Also so ist es jetzt Grün rausgenommen, so ist es jetzt, wie wir es gerade hatten, nur mit Blau und Rot. Und wenn wir Grün dazu drehen, dann wirkt das schon wieder sehr grünlich, so ähnlich, wie wir es gerade hatten. Und wenn wir Kalk jetzt noch dazu nehmen, Kalk ist übrigens eine Kombination aus Grün und Gelb vom Farbwert her. Also wenn wir mal alles draußen drehen und nur Kalk drin lassen, damit ihr das mal seht. Das ist Kalk und das kann man gerade auf der Rückwand jetzt natürlich gut sehen. Das ist ein sehr gelblastiges Grün. Also, Kaltweiß hatten wir drin und wir drehen jetzt mal alle RGBs auf 100%, so wie wir es jetzt gerade hatten. Und dann bleibt es halt bei diesem recht grünlichen Licht und dieses Gelbliche mag ich eigentlich gar nicht. Das heißt, Kalk würde ich persönlich rausdrehen und auch das Grün ist mir ein bisschen zu viel. Da würde ich vielleicht so auf 50% gehen. Ist mir vielleicht, das ist jetzt vom Rot her vielleicht noch ein bisschen viel. Gehen wir mal beim Rot so auf 75%. Und das ist jetzt ein Wert, der gefällt mir ganz gut. Wir haben also 100, 50, 0, 75, 0, 100. Und das speichern wir nämlich jetzt einmal. Und das muss ich jetzt für den anderen Wert hier auch nochmal einstellen. Und jetzt haben wir exakt die gleiche Farbe. Und das wäre jetzt also die Einstellung, die wir gemacht haben. Und das gefällt mir gut. Und das ist tatsächlich nämlich jetzt auch die Einstellung, die ich halt später fahren werde, wenn das Becken auf ein Aquascape umgebaut wird. Dann werde ich das mit genau dieser Lichteinstellung fahren. Vielleicht sogar noch mit ein bisschen weniger Rot, um halt diese Kälte ein bisschen besser durchzubringen. Wir sehen jetzt auch, ich habe den Warmweißkanal ja komplett ausgespart. Also der ist jetzt gar nicht mit dabei. Weil wenn ich Warmweiß jetzt hier noch mit reindrehen würde,
dann wird es heller, ja, aber eben auch wieder gelblicher. Das kann man tatsächlich ziemlich gut oben an den Lampenkörpern selber sehen. Jetzt gerade wirkt es ziemlich weiß. Und wenn ich warmweiß reindrehe, dann wirkt es tatsächlich ein bisschen gelblicher. Das ist halt eine Lichtfarbe, die ich persönlich nicht sonderlich mag. Für ein Schwarzwasserbecken wäre das geil. Oder halt auch generell für ein Biotop, das passt schon irgendwie, aber das ist halt einfach nicht das, was ich gerne mag. Also das wäre jetzt die Option, wenn man halt von den Weißkanälen ausgeht, dass ihr euch zuerst anschaut, wie sieht der Weißkanal alleine aus und dann nach und nach da wieder die Farben reindreht. Wir machen es jetzt nochmal umgekehrt. Ich mache jetzt mal Rot-Grün-Blau voll rein. Dann landen wir nämlich bei so einer Farbe hier. Das ist jetzt natürlich ziemlich dunkel, klar, weil die Farb-LEDs dann natürlich nicht so stark sind. Wir nehmen Kalk mal noch mit dazu, um ein bisschen mehr Leistung zu kriegen. Aber das ist tatsächlich, wenn man sich das so anschaut, eine ziemlich schöne Farbmischung. Die wirkt ziemlich neutral. Wenn man sich die Wurzeln anschaut, das, was man jetzt gut sehen kann von den Wurzeln. Moment, ich muss erst wieder die andere Seite so einstellen. Ich habe vergessen. Die Wurzel oben rechts sieht sehr neutral aus. Sehr, sehr gut. Das Grün auf dem Moos wirkt sehr kräftig, sehr schön. Rot kann man gerade schwer beurteilen, weil das meiste davon im Schatten liegt. Aber insgesamt ist das eine ziemlich neutrale, schöne Farbmischung, die wir jetzt hier erreichen, wenn wir nur die RGB-Kanäle reinnehmen plus diesen Kalkkanal. Und das gefällt mir sehr gut. Und jetzt ist die Frage, kann ich halt die Leistung ein bisschen pushen, indem ich die Weißkanäle noch mit dazu nehme? Wenn wir jetzt mal das Kaltweiß so auf 50 drehen, dann ist es schon wieder, es ist halt schon wieder so ein bisschen, ja, gelblich irgendwie, ich weiß nicht. Wenn wir das mal auf 50 lassen und Kalk rausdrehen, dann kommen wir jetzt eigentlich tatsächlich wieder in eine ganz hübsche Richtung. Also das ist schon schön. Wenn ich mal Warmweiß dazu nehme, ich glaube, mit Warmweiß kann ich da wirklich nicht viel anfangen. Das ist einfach ein Kanal, der mir bei dieser Lampe nicht gut gefällt. Der ist mir einfach zu warm. Aber das jetzt hier, Blau, Grün, Rot auf 100% und Kaltweiß auf 50%, sieht auch wieder sehr gut aus. Bietet natürlich nicht die maximale Helligkeitsleistung, die die Lampen könnten. Wenn wir das mal so auf 75%... ist wieder schon fast ein bisschen warm. Wenn wir es mal hier auf 100 machen, dann würde ich tatsächlich Rot eher rausnehmen, vielleicht so auf 50, dann wird es natürlich wieder sehr grünlastig. Machen wir Grün auf 75. Ja, da kommt man so in so eine Richtung, die eigentlich ganz hübsch ist. Aber trotzdem, das ist nicht so das, was halt wirklich gut aussieht, wenn wir es halt nur in dieser Variante haben. Also das ist ziemlich cool, das ist sehr schönes Licht, ist halt nicht ganz so hell natürlich. Ich nutze damit ja nicht das volle Leistungsspektrum aus. Das ist natürlich auch etwas, was man beachten muss, wenn ihr so eine Lampe einstellt, gerade nach optischen Gesichtspunkten. Ihr benutzt halt nicht 100% Leistung. Ne? Also wenn halt da drauf steht, irgendwie 7000 Lumen oder so. In dieser Einstellung benutze ich natürlich keine 7000 Lumen. Weil ich ja viel, viel weniger Leistung fahre. Nur 50% von einem von zwei Weißkanälen. Dann zusätzlich einen Farbkanal noch komplett außen vor gelassen. Also das ist natürlich nicht das Optimum. Da ist am Ende vielleicht wirklich die Frage, je nachdem wie das Layout ja auch aussehen wird in dem Skatepop, nicht auch das reicht. Weil das gefällt mir farblich sehr gut von der Farbwiedergabe her. Und das ist natürlich auch so ein bisschen das Ding. So eine RGB-Beleuchtung, so schön sie auch sein mag, aber ohne sie halt selbst eingestellt zu haben, sieht sie fast nie so gut aus, wie sie aussehen kann. Weil da natürlich auch die Mischung, die der Hersteller entschieden hat, immer einen Einfluss hat. Wenn ich nämlich jetzt hier einfach alles auf 100% drehe, das ist also die maximale Leistung, die diese Lampe kann. Ich mache das jetzt eben für die andere auch noch, damit das Ganze mal so ein bisschen stehen bleiben kann. Das ist jetzt das Licht, das ist die maximale Helligkeit, die diese Lampe kann. Und die ist ordentlich hell, ja, die hat Power. Aber das ist halt schon echt ziemlich doch hässliches Licht. Also ich kann es nicht besser ausdrücken, aber das ist nicht das Licht, was ich gerne hätte über einem Aquarium. Und da muss man einfach sich im Klaren drüber sein, der RGB hat die Leistung, ja, mittlerweile, gerade in der RGBW, also mit Weiß-LEDs mit dabei, hat die Leistung, aber wenn du nicht mit der Farbwiedergabe, mit der Lichteinstellung zufrieden bist, wenn die Lampe auf 100% fährt, dann wirst du niemals diese maximale Leistung benutzen. Du wirst immer weniger Leistung benutzen. Ne, weil jetzt mal noch zum direkten Vergleich, so wie wir es jetzt haben, jetzt drehe ich halt Kalk wieder raus, Warmweiß raus und Kaltweiß auf 50%. Da geht schon einiges an Helligkeit flöten. Ne? Für diese, meiner Meinung nach, schönere Farbwiedergabe, die wir jetzt haben. Das ist halt der Trade-off, den man bei solchen Einstellungen natürlich immer irgendwie fährt.